Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Channel. Viele haben danach gefragt, wie man denn den Rücken stärken kann und auch die Arme. Ich habe viele Nachrichten auf Instagram bekommen. Und hier ist es also ein Video oder ein schneller Flow, den ihr machen könnt, um eure Schultern und eure Arme und auch den Rücken zu stärken und zu kräftigen. Gut, wir starten in einer knienden Position. Gerade kurz Zeit, um wieder durchzuatmen. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass wir uns zumindest 5 Atemzüge Zeit nehmen, um auf der Matte anzukommen. So roll gerne mal die Schultern nach oben, nach hinten und lass sie fallen. Und dann atme 5-mal tief durch die Nase bis in den Bauch. Mit jedem Mal einatmen, zieh die Wirbelsäule mehr in die Länge. Mit jedem Mal ausatmen, öffne den Mund, entspanne deine Schultern. Letztes Mal ganz tief ein, gern kurz die Luft halten. Noch ein bisschen mehr einatmen und durch den Mund ausatmen. Sehr gut. Öffne die Augen und dann ganz kurz die Handgelenke ein bisschen kreisen, um die Handgelenke vorzubereiten für die ganzen Liegestütze, die wir jetzt machen werden. Keine Angst, wir machen nicht nur Liegestütze. Und wenn du ein längeres Wrist-Warm-Up brauchst, dann drück jetzt Pause und mach schnell das Wrist-Warm-Up auf meinem Channel. Und ansonsten geht's gleich weiter. Von da in unseren ersten Stütz, in unseren ersten Plank. Mach sicher, make sure, wollte ich sagen, gehe auf Nummer sicher, dass die Schultern in einer Linie sind mit den Handgelenken, die Arme durchgestreckt, Finger gespreizt, bring gerne die Füße zusammen und streck die Arme komplett durch. So, das macht schon mal viel aus, wenn man den Stütz richtig macht, stärkt man die Bauchmuskulatur, die Schultern, die Arme so wirklich komplett durchstrecken, vielleicht sogar das Kinn zur Brust und den oberen Rücken leicht rund werden lassen. So, ich spüre es jetzt schon im Bauch, ich hoffe, du auch. Sonst können wir nur das rechte Knie zur rechten Achsel heben für 5, 4, 3, 2, 1. Steig nach hinten, linkes Knie zur linken Achsel für 5, 4, 3, 2, 1. Wieder nach hinten, wir halten nochmal kurz im Stütz für 5, 4, 3, 2, 1. Und dann eine schnelle Einheit Liegestütze. Du entscheidest irgendwas zwischen 0 und 10. Bei 0 einfach weiterhin im Stütz halten und sonst auch gerne mit Hilfe deiner Knie. Gell? Du kannst es durchbeißen. Bei jedem Mal werden es mehr. Versuch täglich oder alle 2 Tage Liegestütze zu machen und du wirst sehen, es wird leichter, die Kraft wird mehr, die Muskeln, die Muckis wachsen. Und wenn jetzt jemand sagt, man will nicht zu trainiert sein, das ist ein Blödsinn von Liegestütz, kann das sicher nicht passieren. Außer du machst jeden Tag 1000. Gut, und wir treffen uns wieder im Stütz. Von da verlagere das Gewicht leicht nach vorne und mit der Ausatmung entweder mit Hilfe deiner Knie oder ohne Knie langsam auf den Bauch. Auch da arbeiten wir an unseren Armen, um genau zu sein, am Trizeps, wenn wir schauen, dass wir wirklich die 90 Grad haben beim nach unten gehen. Also wichtig, das Gewicht davor nach vorne und dann in der exzentrischen Bewegung, das heißt gegen die Schwerkraft, gegen die Muskelkraft langsam da nach unten und dann wachsen die Muskeln und es geht mehr auf die Arme als wie auf die Brust. Sonst schwindelt man da gern, die Arme gehen zur Seite und dann geht es mehr auf den Pectoralis, auf die Brustmuskeln. Dieses Video ist ja für starke Arme, also schau, dass du da die 90 Grad hast unbedingt. Gut, und dann bring die Arme nach hinten, mit der Einatmung heb die Brust. Und lass die Zehen noch auf der Matte. Die Oberschenkel spannen sich an. Das schützt den unteren Rücken. So nicht den Hintern anspannen, wie man oft hört. Das würde eine Internal Rotation der Fersen verursachen und dem Rücken schaden. Also die Zehen nach unten drücken, der Hintern bleibt mehr oder weniger locker. Oder spannt sich automatisch an, aber nicht bewusst. Und dann hebt die Brust ein bisschen höher, kräftige den unteren Rücken. Wir halten für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Langsam wieder nach unten, die Hände neben der Brust platzieren, drück die Zehen wieder auf die Matte, heb die Knie in die Luft und dann probier die von da in den Stütz hinaufzudrücken.
Das ist das Gegenteil eigentlich von einem Push-Up. Na, eigentlich ist es ein Push-Up. Blödsinn. Das Gegenteil. Und wenn du es aber nicht schaffst, die nach oben zu drücken, dann bring die Knie wieder auf die Matte und drück die so nach oben. Auch das wird bei jedem Mal besser. Wirst sehen. Probieren wir gleich nochmal. Legen wir uns auf den Bauch. Die Zehen liegen zuerst auf, die Brust ist oben. Und dann nach unten die Zehen aufstellen, Knie geht in die Luft. Und dann drück die hoch in den Stütz. Und von da in deinen herabschauenden Hund. Wenn es der erste herabschauende Hund ist für heute, dann gerne ein bisschen Bewegung in den Beinen. Ansonsten lass die Knie auch gebeugt und zieh die Wirbelsäule mehr in die Länge. Oder drück die Fersen gleichmäßig in die Matte, wenn du bereit bist mit deinen Hamstrings. Und dann bring die Füße zusammen. Mit der Einatmung geht das rechte Bein weit nach oben. Mit der Ausatmung steig langsam zwischen die Hände vor. Mit der Einatmung komm hoch in den High Lunge. Und mit der Ausatmung lehne ich nach vorne. Wir halten für 5. 4, 3, 2 und 1. Platziere die Hände wieder auf die Matte, steig nach hinten in den Stütz, Schultern über dem Handgelenk, Gewicht nach vorne und auch hier wieder die 90 Grad ganz langsam nach unten. Wir können da gern zählen. 5, 4, 3, 2 und 1 ablegen. Jetzt gehen die Arme wieder nach hinten, Brust in die Luft, diesmal auch die Oberschenkel in die Luft und wir halten hier. Für 5. Weiter atmen, ganz wichtig, 4, vielleicht geht die Brust noch ein bisschen höher, 3, 2 und 1. Langsam wieder ablegen, die Hände neben die Brust, Zehen aufstellen, heb die Knie, drück die hoch in den Stütz und wir halten im Stütz. 5, 4, 3, 2, 1 und dann wieder 0 oder 10 Liegestütz oder irgendwas dazwischen. Deine Praxis, bei jedem Mal wird es besser. Glaube mir. Und dann treffen wir uns wieder im Stütz. Und von da beugt die Knie, schiebt den Hintern nach hinten hoch, herabschauender Hund. Zeit, um den Atem kurz zu beruhigen. Die Arme durchgestreckt, fest in die Matte gedrückt. Und dann bring die Füße zusammen mit der Einatmung, linkes Bein hoch. Mit der Ausatmung langsamer Schritt nach vorne zwischen die Hände. Knie über dem Fußgelenk, Femur, Oberschenkelknochen, schaut nach vorne, so wie die Zehen. Mit der Einatmung hoch, High Lunge. Einatmen hier, ausatmen, lehne ich nach vorne. Für 5, 4, 3, 2, 1. Beide Hände auf die Matte, steig nach hinten in den Stütz. Und wenn du willst, rechte Hand auf die Fingerspitzen oder vielleicht rechte Hand zur linken Schulter. Oberkörper bleibt möglichst parallel zur Matte. Für 5, 4, 3, 2, 1. Rechte Hand auf die Matte, linke Hand Fingerspitzen oder zur rechten Schulter. 5, 4, 3, 2, 1. Beide Hände auf die Matte, Gewicht nach vorne. Ganz langsam nach unten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Arme nach hinten, Oberschenkel und Brust in die Luft. Letzte Runde hier. Für 5, 4, ein bisschen höher noch. 3, noch ein bisschen höher. 2, sehr gut. 1 und langsam nach unten, Hände neben die Brust, Zehen aufstellen, Knie in die Luft und dann drück die nochmal hoch in den Stütz und von da in deinen herabschauenden Hund. Atme nochmal ganz tief ein und durch den Mund aus. Und dann platziere die Knie langsam auf der Matte, leg die Zehen auf, setz die hinten auf die Fersen, schließ nochmal kurz die Augen und spür, ob du einen Unterschied merkst in den Armen, im Rücken, in den Schultern. Mit der Einatmung neue Energie, mit der Ausatmung lass die Anspannung in diesen Körperbereichen los. Und dann öffne langsam deine Augen. So, das war schneller Flow, den du immer wieder in deine eigene Praxis einbauen kannst. Wenn du jetzt motiviert bist für mehr, mach gleich neue Intermediate Class auf meinem Channel oder Core Workout oder was auch immer du noch findest, was dir Spaß macht, ein bisschen dehnen. Oder mach
den Flow einfach noch einmal. Du wirst sehen, umso öfter du das Ganze machst, umso mehr Kraft baust du auf. It's a journey, so never give up. Und ja, lass einen Kommentar da, von wo du kommst, damit ich meine Workshops und Retreats für die nächste Zeit planen kann. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal auf der Matte sehen. Bitte, bitte abonniere meinen Kanal, damit der Kanal noch mehr wächst und ich ja, noch mehr Content produzieren kann hier auf YouTube. Vielleicht erzähl auch deinen Freunden von meinem Channel und teile es vielleicht sogar auf Instagram. Ich freue mich da immer, mit euch in Kontakt zu kommen. Send mir eine Nachricht, markiere mir in der Story und ich reposte es. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald live und in Farbe. Gut, vielen, vielen Dank und Namaste.